Es ist ein enorm verregneter Montagmorgen hier in Strange Horticulture, aber wir haben mal wieder eine neue Hinweiskarte erhalten. Man sieht hier ein X sowie eine abgerissene Ecke. Wir können auch hier direkt die Karte mal rausziehen und dann scheinbar sie ein wenig platzieren. Das passt hier perfekt. Ich habe überlegt, eigentlich, ob es ein jeweilig so ein eigenes Quadrat hätte zeigen sollen und das vielleicht, ja, irgendwie ein Flussteil oder so, aber nein, es geht um diese Ecke hier. Dann sollen wir wohl hier gucken. Das sanfte Geräusch von fließendem Wasser. Sonnenlicht, das durch vereinzelte Wolken bricht. Durchatmen. Sehr schön. Zwei weitere Pflanzen erhalten. Und wir können wohl die nächste Person, die nächste Kundin, die nächsten Kunden zu uns holen. Ach, er wieder, der Ermittler. Ich fürchte, der Fuchsknopf hat mir überhaupt nicht geholfen. Die Schwesternschaft will noch immer nicht offen mit mir sprechen. Nicht, dass ich die Zeit hätte, mich damit angemessen auseinanderzusetzen. Ich bin diese Woche total im Stress. Oben am Steinkreis von Zweienzeit wurde wohl eine Leiche gefunden. Und es ist schlichtweg ein recht grausiger Fund. Du hast wohl nichts auf Lager, dass mir mein Mittagessen davon nicht wieder hochkommt, oder? Mit den grausigen Funden ist mein Magen noch nie gut klargekommen. Und er hätte gerne Hartwurzelkraut. Dann schauen wir mal, was wir da für einen Hinweis haben im Büchlein. Bildet eine rote Blüte aus, die einen schützenden Effekt hat und vor allen Arten von geistigen Krankheiten bewahrt. Ach nein, das ist das Kerzenholz. Verzeihung. Hartwurzelkraut. Das Kauen der robusten Wurzel dieser Pflanze soll Magenkrankheiten und Angstzustände lindern. Es hat lange, weiche Blätter. Okay, wir lassen das mal wieder offen. Lange, weiche Blätter. Die sehen alle nicht so lang aus. Das hier? Auch nicht wirklich interessant. Das könnte es sein, oder? Die Blätter sind recht weich. Die sehen auch halbwegs lang aus. Ich würde das mal in den Kreis nehmen der üblichen Verdächtigen. Das hat auch lange weiche Blätter. Also zumindest lange. Die kommen schon der Illustration sehr entgegen. Aber es wird nichts gesagt von wegen, ob das wirklich weiche Blätter sind, ob die Wurzel robust ist, keine Ahnung. Lange, flache Blätter. Die sehen zwar nicht genauso aus, aber ich würde auch das mal mit reinnehmen. Und hier diese vielleicht noch. Nee, das sieht auch nicht so aus. Okay, dann nehme ich mal diese hier, die Blätter sind recht weich. Wundervoll. Hartwurzelkraut wurde identifiziert und wir bekommen Hexenfeek als neuen Bucheintrag. Dennoch erstmal Hartwurzelkraut. Wieder ein Kärtchen, damit wir es nicht vergessen. Und dann die nächste Person. Oh, natürlich mal wieder ein Brief. Guten Morgen. Verona Green hat mir das hier für dich gegeben. Sie schien gut drauf zu sein. Warum das? Ich wollte dir das gestern schon erzählen, doch es ist mir entfallen. Ich habe kürzlich einen Ausflug unternommen und eine Pflanze entdeckt. Es war im Grisdale Forest, gerade nordöstlich von Wasland S. Etwas hatte ich noch nie vorher gesehen. Ach so, von Wasland, Punkt,
So etwas hatte ich noch nie vorher gesehen. Wenn mir die Schwesternschaft doch nur einen Moment alleine Zeit gegeben hätte, hätte ich sie mitgenommen. Doch sie scheinen in letzter Zeit wirklich übervorsichtig zu sein. Liebe Grüße, Verona Green. Okay, nordöstlich von Wasland. Dann, wenn das der Grisdale Forest sein sollte, dann könnte das hier entweder gemeint sein oder das hier. Es ist schwer zu sagen, welchen Quadranten man wirklich genau immer nehmen soll. Gab es da noch einen Hinweis? Nee, gerade nordöstlich. Ja gut, dann nehmen wir das mal. Von dem Moment an, an dem ich die Straße verlassen habe, werde ich das Gefühl nicht los, dass ich beobachtet werde. Plötzlich wird mein Weg von drei Frauen versperrt, die grüne Umhänge und Kurzbögen aus Ulmenholz tragen. Die Anweisung der Ader besagt, dass niemand frei durch den Wald wandern darf, sagt die Anführerin des Trios. Ich drehe mich um, um zurückzugehen. Allerdings habe ich noch einige Asse im Ärmel. Okay, er meint glühsanft als sein Ass im Ärmel. Haben wir auch den Eintrag? Neben anderen Einsatzmöglichkeiten für diese Pflanze ist wohl am bemerkenswertesten, dass sie es einer Person möglich macht, völlig unbemerkt zu bleiben. Der Anwender wird dabei nicht unsichtbar, doch er bleibt vor Blicken und in Erinnerungen verborgen. Glühsanft hat spitze Dornen, die es vor Fressfeinden schützen. Da haben wir nicht so viele. Wir haben diese hier. Die ist eben, ne, sind spitze Dornen. Und ich glaube, das ist auch die einzige, die wir haben in dieser Form. Wunderbar, identifiziert. Und Kabalia als neuer Eintrag dabei. Mit der Hilfe von Glühsanft gehe ich einfach an den Schwestern vorbei, ohne dass sie mir Aufmerksamkeit schenken. Ich kichere in meine Faust, sammle die Pflanze ein, von der Verona gesprochen hat, und mache mich wieder auf den Weg. Hübsch, hübsch. Und sag mal, kann ich irgendwas mit der Gießkanne machen? Ich kann alle zwar auch gießen. Ah, das hat den Vorteil, dass ich schneller hin und wieder wohl mit der Karte interagieren kann. Gut zu wissen. Schön. Vielleicht für euch auch interessant als kleines Zusatzfeature. Was macht eigentlich unsere Katze, wenn wir sie gießen? Das können wir nicht. Wäre auch ein bisschen gemein. In Ordnung. Sehr schön. Dann können wir auch diesen Brief erstmal wieder archivieren. Aber Glühsanft sollten wir auch noch katalogisieren. Wunderschön. Frau Swift ist wieder dabei. Ich habe Angst. Das Kampfrikraut, das du mir gegeben hast, hilft mir zwar zu schlafen, wofür ich auch sehr dankbar bin, aber die Visionen sind so stark wie immer. Die Frau mit der Jademaske erscheint jede Nacht in meinen Träumen. Sie schreit mich an, aber ich weiß nicht warum. Und hinter ihr ist immer ein Wesen, dunkel und bedrohlich. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Die Träume fühlen sich wie eine Warnung an, die ich nicht verstehe. Ein Mosaik aus Farben, das sich nicht fokussieren lässt. Ein Teil von mir möchte diesem Abgrund in die Augen sehen, doch ich habe Angst. Und jetzt haben wir wohl wieder mal die Möglichkeit, die Geschichte zu beeinflussen, indem wir ihr entweder Aguria oder Kerzenholz geben. Ich muss erstmal gucken, was die jeweils für einen Effekt haben. Aguria. Räucherwerk, das aus dem hölzernen Stängel gemacht und verbrannt wird, kann die psychischen Fähigkeiten und die Klarheit von Visionen sowie Prophezeiungen verbessern. Charakteristisch für die Pflanze sind ihre hellblauen Blüten,
die wie rundliche Knäuel weicher Lammwolle wirken. Ja, okay. Und Kerzenholz bildet eine rote Blüte aus, die einen schützenden Effekt hat und vor allen Arten von geistigen Krankheiten bewahrt. Lange, dünne Stängel wachsen zwischen großen Blättern. Okay, das ist schwierig. Irgendwie würde sie ja gerne in diesen Abgrund hineinsehen. Da wäre wohl Aguria die bessere Wahl. Es sagt ja aber auch aus, dass die psychischen Fähigkeiten verbessert werden. Es ist also die Frage, ob auch die psychische, die mentale Gesundheit verbessert wird. Vermutlich nicht, aber... Ich werde ihr trotzdem Aguria geben. Also das war für mich offensichtlich, dass das Aguria sein soll, wegen dieser Schafswolle-Geschichte. Sorgenfrei. Wundervoll. Hoffen wir mal, dass auch sie sorgenfrei bleibt. Ich habe ein schlechtes Gefühl, irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Ich hoffe das Beste für sie. Und wartet mal. Mir fällt gerade ein, wir haben ja das hier. Können wir damit irgendwas anstellen? Nee, noch nicht. Ich weiß immer noch nicht, wieso wir dieses kuriose Drehdings haben. Naja. Okay. Der nächste bitte. Oder die nächste. Margaret Elsbeth. Wir kommen nicht oft nach Ondermir, aber wir haben von deinem Laden gehört und ich habe zu Francis gesagt, dass wir einfach vorbeischauen müssen. Ein wunderbarer kleiner Ort voller Leben in einer sonst bedrückenden Stadt. Ich bin diejenige mit dem grünen Daumen. Und es ist nicht wirklich sein Ding, aber ich habe ihn davon überzeugt, dass der Ausflug gut für ihn ist. Und außerdem wird er bestimmt gerne mit einem Boot auf dem See hinausfahren. Allerdings ist es wirklich eine Schande, dass das Wetter so schlecht ist. Du musst nach Seaserf kommen. Wir haben eine kleine Bibliothek mit einigen Pflanzenbüchern, die mein Großvater vor vielen Jahren in die Hände bekommen hat. Ich denke, dass sie für einen Pflanzenkundler wie dich von Interesse sein werden. Und dazu haben wir auch noch eine Einladung erhalten von Lord und Lady Elsbeth für einen Eingang, für einen Eintritt in das Seaserf Castle. Ja, dann lassen wir uns da mal nicht lumpen und werden auch mal vorbeischauen, ne? Wo ist es denn? Ach da. Ich werde von Lady Elsbeth höchstpersönlich enthusiastisch begrüßt. Sie ist sehr gesprächig und hat sehr viele Fragen über die Pflanzenkunde, die ich nach bestem Wissen und Gewissen beantworte, während sie mich durch die Gärten führt. Oh, du musst unbedingt eine Probe hiervon mitnehmen, ruft sie und zeigt auf eine Pflanze, die ich noch nie gesehen habe. Doch bevor ich sie mir einen Augenblick ansehen kann, winkt sie mich schon zur nächsten. Und von dieser auch, sagt sie. Als wir in der Bibliothek ankommen, bin ich ziemlich erschöpft und habe nicht genügend Zeit, um die Bücher so eingehend zu studieren, wie ich es gerne tun würde. Dennoch kann ich einen interessanten Eintrag finden, zu dem ich mir einige Notizen aufschreibe. Vergiss die hier nicht, ruft Lady Elsbeth, als ich mich auf dem Heimweg mache. Sie drückt mir die Pflanzen aus dem Garten in die Hand, und ich danke ihr von Herzen. Ja, aber lasst uns mal die Charakterkarten ansehen. Na ja, schade, da sind sie gar nicht dabei. Na gut, einsammeln. Fieberkuss-Eintrag sowie neue Pflanzen. Sehr schön. Philip Shaw. Pilz. Rote Sporen. Bewegt sich im Dunkeln. Das ist alles, was ich weiß. Irgendwelche Ideen? Ja klar, der Wanderhut natürlich. Den habe ich immer noch gut im Gedächtnis. Ja, aber jetzt ist er einfach weg und hat uns nicht mal irgendwas dagelassen. Naja. Selina Scott. Man sagt, dass es in Black Comp jetzt spukt. Bradley Miller hat mir gesagt, dass er den Geist eines großen Hirsches gesehen hat.
Mit Geweih und allem drum und dran. Allerdings erzählt Bradley Miller auch, dass er mit Eichhörnchen sprechen kann. Ja, okay. Danke? Naja, jedenfalls geht in den Bergen irgendetwas Böses vor sich. Und ich will kein Risiko eingehen. Furchtbar, was dem armen jungen Mann dort oben bei Swineside passiert ist. Ich bin wegen deinen stinkenden Bergkappen hier. Die Sonnenaufgangsbergkappe will sie haben. Okay. Dann gucken wir mal. Ach, Manu. Ich will doch nur eine Seite weitergehen. Die Sonnenaufgangsbergkappe ist eine Pilzart mit einem gewölbten Hut. Manchmal wird sie wegen ihres unangenehmen Geruchs auch stinkende Bergkappe genannt. Sie ist zur Abwehr von ungewollten Seelen und Geistern aus dem Zuhause einzusetzen und wird deshalb oft in Durchgängen platziert. Sie ist für Menschen leicht giftig und sollte nicht verzehrt werden. Gut, wir haben gar nicht so viele Pilze. Daher werde ich die mal alle zu einer Seite bringen. So, habe ich irgendwen vergessen? Nö. Gewölbt. Ah doch, da ist noch eins. Ja, das könnten prinzipiell fast alle davon sein. Welcher stinkt denn? Kann man da vielleicht irgendwas erkennen? Sie riecht so stark nach saurer Milch, dass die Augen anfangen zu tränen. Ja, aber ist das so arg schlimm bei dem? Ja, scheinbar schon. Und es kommt auch damit einher, glaube ich. Also mit der Zeichnung. Ja, nehmen wir mal die. Die Sonnenaufgangsbergkappe also. Und wir bekommen noch den Hahnenspan-Bucheintrag. Wundervoll. Dann lasst uns nur noch für heute ein Kärtchen anfertigen. Damit wir nicht vergessen, wo diese tolle Kappe ist. Und da wir jetzt eh noch ein bisschen Energie haben für die Karte, die hat ja was erzählt, dass es jetzt spuken würde bei diesem Black Comp. Ich sehe eine Kuhle voller Totenköpfe. Einige waren von Rotwild, von Füchsen und Dachsen und einige von Menschen. Ich wünschte, ich wäre nicht hergekommen. Oh, wenn man also auch herumreist und dabei an nicht so schöne Orte herankommt, dann kann es auch durchaus passieren, dass man diese mentale Gesundheit ebenfalls, ja, damit ein bisschen herunterstuft, wie es scheint. Wir haben das ja schon zweimal mittlerweile erleben dürfen, in den ersten beiden Parts von Strange Horticulture, dass ich eben zu oft falsch irgendwas hier benannt habe und scheinbar stresst ihn das so sehr, unseren Floristenladenbetreiber, dass er dann einen Anfall kriegt, eine Panikattacke, wie auch immer. Und wenn die dreimal aufgestuft werden, kommt es dann zu einer Art temporären Game Over. Da muss man ein kleines Puzzle lösen, dann geht wieder alles, aber es wird auch leicht zurückgesetzt, der aktuelle Spielstand. Und scheinbar geht das eben auch, wenn man zu bösen, schlechten Orten reist. Na gut, Tag beenden. Und damit natürlich auch wieder mal diesen Part. Trotzdem schauen wir uns vorher an, was die Karten hier sagen. Sie lebt allein im Schloss nordwestlich des Klosters. Sie hat ihren Ehemann 3 Meilen östlich vergraben, wo das Ewigherz wächst. Im Alter von 15 Jahren erlag ihre Mutter, eine starke, verlässliche und liebende Frau, dem Typhus. Das Mädchen war zunehmend in sich gekehrt, während ihr Vater zu trinken begann. Ich bin mir immer noch unsicher, auf wen sich das hier alles bezieht. Es könnte natürlich auch sein, dass damit die Ada, also die Vorsitzende dieser Hexenschwesternschaft, gemeint ist und wir dadurch ihre Vorgeschichte kennenlernen, die uns vielleicht Schritt für Schritt zu ihrem Killer oder ihrer Killerin führt. Vielleicht auch nicht.
Ich bin immer noch ein bisschen ratlos, was das Spiel uns mit diesen Zwischensequenzen sagen will. Aber genauso spannend finde ich es. Ich liebe dieses Mysterium. Bis zum nächsten Mal.